Hallo, ihr süßen Süßlinge. Mit freundlicher Genehmigung von Wednesday Pictures, a.k.a. der Japango. Darf ich eines deiner Videos klauen? Und das ist auch gleichzeitig ein Lehrstück dafür, wie ein Video von echten Filmfreaks aussieht. Und wir haben nicht so viele Filmfreaks in der Filmcommunity. Ist nun mal leider so. Geht gleich um den Planet der Affen. Wer sind Filmfreaks? Hier, das ist ein Filmfreak. Ingo Filmfreak zum Beispiel. Der ist großartig. Der macht großartige Videos und Rezensionen. Und der Japango natürlich. Der Ersteller des folgenden Videos. Wer Lust auf fundierte Filmkritiken hat, sollte mal ein Abo da lassen. Tja, das war ein kurzes Vorwort. Viel Spaß mit dem Video. Planet der Affen ist ein 1968er US-Science-Fiction-Film von Franklin J. Schaffner, der unter anderem auch für die Klassiker Patton und Papillon verantwortlich war. Aufgrund eines schwierigen Jahrzehnts, Vietnamkrieg, Kalter Krieg, JFK-Attentat, Rassenunruhen, war das letzte, was die Filmstudios verkaufen wollten, ein politischer Film. Also stritten die Verantwortlichen damals ab, dass es sich bei dem Film, wie beim thematisch ähnlichen Gullivers Reisen von Jonathan Swift aus dem Jahr 1726, um eine hochbrisante, hier als Science-Fiction getarnte, beißende Kritik an Gesellschaft, Religion und vor allem Politik handelt, die im Gewand eines harmlosen, sprechenden Affenszenarios daherkommt. Die folgende Review wird massive Spoiler enthalten. Wie immer für die Filme, aber diesmal im besonderen Maße für die unbedingt lesenswerte Romanvorlage, weshalb ich das hier ausnahmsweise nochmal erwähne. Der Film basiert auf dem genialen französischen Bestseller Der Planet der Affen aus dem Jahr 1963 von Pierre Boulle, der schon 1952 mit seinem aufwühlenden Romandebüt Die Brücke am Quai für Aufsehen sorgte. Ebenfalls meisterlich verfilmt und mehrfach ausgezeichnet als Buch und Film. Ein Pärchen findet während einer interstellaren Reise einen Brief in einer Flasche. Es handelt sich um einen Bericht, der die Reise von drei Wissenschaftlern schildert. Diese kommen von der Erde und reisen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Sie entdecken einen erdähnlichen Planeten und landen dort, um ihn zu erforschen. Dort ist die Rolle von Affen und Menschen vertauscht. Während die Affen zivilisiert leben und sprechen können, benehmen sich die Menschen wie Tiere, ohne Sprechvermögen oder Anzeichen von Intelligenz, also ganz ähnlich wie unsere Maskenträger. Nur einer der Wissenschaftler schafft es, die Gefangenschaft durch die Affen mit klarem Verstand zu überleben und durch monatelanges Erlernen ihrer Sprache mit ihnen zu kommunizieren. Als er mit einer der primitiven Menschenfrauen ein Kind zeugt, wird dieses von den Affen als mögliche Bedrohung wahrgenommen und er muss mit seiner Familie vom Planeten fliehen. Zurück auf der Erde sind inzwischen hunderte von Jahren vergangen und auch hier haben die Affen die Herrschaft übernommen und die Menschen haben sich zu Tiere zurückentwickelt. Also verlassen sie die Erde und er verfasst die Flaschenpost als Warnung vor den Affen. Die wird allerdings von dem Affenpärchen, das sie am Anfang des Romans gefunden hat, nicht ernst genommen, da das ja heißen würde, Menschen könnten denken oder sprechen. Unvorstellbar.
Nach einem Irrflug stranden drei amerikanische Astronauten auf einem unbekannten Planeten. Sie werden von englisch sprechenden Affen gefangen, die Menschen als Sklaven halten, da diese in der Regel nicht sprechen können. Noch nicht mal Englisch. Und sich auch sonst von anderen Tieren nicht unterscheiden. Einer kommt um, einer wird seziert und der dritte, Taylor, durch eine Verletzung zeitweise stumm, in einen Käfig gesteckt. Er kann der Ärztin Zira klar machen, wer er ist. Und sie verhilft ihm und einer Einheimischen, die von Taylor Nova genannt wird, zur Flucht. In der verbotenen Zone stoßen sie auf den Kopf der Freiheitsstatue. Taylor erkennt, dass er sich die ganze Zeit auf der Erde befunden hat. Der 6-Millionen-Dollar-Film spielte allein in Amerika mehr als das Fünffache wieder ein und war ein weltweiter Erfolg. Planet der Affen ist ein geniales Meisterwerk in jeder Beziehung. Die interessante Geschichte ist spannend umgesetzt, die Besetzung sehr gut und die Maskeneffekte spektakulär. Er hat einige kritische Aussagen, unter anderem zum Militarismus, Rassismus, Fanatismus und so weiter. Und wurde, wie so häufig in der deutschen Version, durch vorsätzliche Falschsynchro um einige Aussagen erleichtert. Ganz kleinliche Spießer, so wie ich, würden sagen, zensiert. Da anscheinend der unmündig zu haltende Bürger hierzulande von Anspielungen auf Orwell oder Ansprechen von Doppelmoral unbedingt verschont werden musste. Also kein Unterschied zum Vertuschungsauftrag heutiger Medien, wie den Genozid in Palästina, 9/11, der Klimaerwärmungsschwindel, den Massenmord durch als Impfstoffe getarnte Giftgenspritzen, die digitale Bücherverbrennung auf YouTube und Co., Wahlbetrug in 2020, die Angriffs-/Stellvertreterkriege der NATO und so weiter. Roman und Film sind beide sehr gut und haben eine ähnliche Aussage, unterscheiden sich aber in der Geschichte selber extrem voneinander. Und ich bevorzuge ganz klar den wesentlich ausführlicheren Roman, der nicht auf der Erde spielt und in dem die Affen natürlich ihre eigene Sprache sprechen und auf einem viel weiteren Stand der Technik sind. Noch nicht ganz so weit wie auf der Erde, aber mit Maschinen und Fahrzeugen und so weiter. Okay. 1970 erscheint Ted Posts Rückkehr zum Planet der Affen. In der direkten Fortsetzung sucht ein nichtsahnender Astronaut seinen verschollenen Kollegen Taylor aus Teil 1, läuft Nova über den Weg und gerät erst in Affengefangenschaft und nach der Flucht in radioaktiv verstrahlte Menschenmutantengefangenschaft. Diese haben telekinetische Kräfte, können auch Gedanken lesen, verstecken sich in der verbotenen Zone und beten eine göttliche Atombombe an. Dort findet er auch Taylor und wird erschossen, als die Affen den Laden stürmen und alle töten. Dieser kann allerdings vor seinem Tod die Bombe zünden und die Erde verschwindet laut Durchsage auf Kamera. Der Fortsetzung sieht man ihr geringes Budget unter 5 Millionen deutlich an, schon an den wesentlich schlechteren Maskeneffekten. Dennoch war sie ein Erfolg, erschien im selben Jahr auch als Comic und spielte in den USA das Vierfache ihrer Kosten wieder ein. We'll be right back.
Der völlig ernst gemeinte Film hat eine schier unfassbar durchgeknallte Story wie kein anderer, auf die man erstmal kommen muss. Und aus meiner Sicht rein gar nichts mehr mit dem Roman zu tun. Er ist purer Trash vom Allerfeinsten mit sehr hohem Unterhaltungswert, hat daher völlig zu Recht seinen Kultstatus und wurde schon häufig persifliert. 1971 erscheint Don Taylors Flucht vom Planet der Affen. Drei Affen schaffen es, vor der Zerstörung der Erde in einem Raumschiff zu entkommen und gelangen per Zeit, was auch immer, ins Amerika der 70er Jahre. Einer kommt während der Gefangenschaft um und die anderen beiden, ein Pärchen, können vor einem Tribunal ihre Intelligenz beweisen, werden berühmt und Publikumslieblinge. Das geht so lange, bis die Wahrheit über die Ereignisse aus der Zukunft ans Licht kommt und das Kind, mit dem das Affenweibchen schwanger ist, als Bedrohung empfunden wird. Danach werden sie erbarmungslos gejagt und getötet. Das Baby kann aber vorher unbemerkt in einem Zirkus versteckt werden. Der deutlich günstigere, nicht immer ganz ernst gemeinte, gut besetzte Film spielte seine 2,5 Millionen allein in Amerika fünffach wieder ein und war ein Erfolg. Er erzählt im Grunde die Originalgeschichte aus der Romanvorlage mit vertauschten Rollen und versucht gleichzeitig seine Fortsetzung zu etablieren. Stolpert aber dadurch einige Male über die sich hieraus ergebenden Logiklöcher im viel zu simplen Drehbuch, die dann mit unlogischem Verhalten der Protagonisten gestopft werden, besonders vom weiblichen Affenzierer, die häufig zum völligen Stillstand gekommene Handlung mit geradezu unfassbar dummem Verhalten wieder anschieben muss. Wie zum Beispiel praktisch grundlos erzählen, dass Affen die Menschen in der Zukunft dominieren, die Erde explodiert, dass sie schwanger ist und so weiter. Du blöder Affe! Dennoch ist er unterhaltsam und übt immerhin, wenn auch etwas plump, einiges an Zivilisations- und Medienkritik. 1972 erschien J. Lee Thompsons Eroberung vom Planet der Affen, dessen Trailer mein erster Kontakt mit diesem Franchise war. Der lief damals vor einem der ersten Filme, die ich als Kind im Kino gesehen habe. Und ich fand ihn schon als kleines Kind hirnrissig. Der Film spielt in der weit entfernten Zukunft von 1991, 20 Jahre nach dem letzten Teil. Das Affenbaby hat unter dem Schutz des Zirkusdirektors Armando überlebt und heißt Caesar. Wie Cornelius und Cira prophezeiten, sind alle Haustiere einer tödlichen Seuche zum Opfer gefallen. Verseuchte Haustiere? Wo habe ich das denn schon mal gehört? Ach ja, in den sogenannten Mainstream-Nachrichten und auf Seiten von Terrororganisationen wie CDC und Co. Darum benutzen die Menschen nun die Affen als Haustiere, aber eigentlich als Sklaven. Als Armando dank Caesars unfassbar dummen Verhaltens, da kommt er wohl ganz nach der Mutter, jetzt halt schon deine Klappe, zum Verhör muss und ums Leben kommt, gründet Caesar im Untergrund ein Heer aus Affen und beginnt eine blutige und erfolgreiche Revolte. Und voilà, schon haben wir den Planet der Affen. Der wieder deutlich günstigere, aber diesmal todernst gemeinte Murks spielte seine 1,8 Millionen alleine in Amerika mehr als fünffach wieder ein und war ein Erfolg. Er spult das unsinnige Szenario, das im vorherigen Teil angekündigt wurde und eigentlich über hunderte von Jahren weltweit gehen sollte, eben schnell ab und verkommt zu einem unerträglichen Durcheinander von sozialen, philosophischen, religiösen und klassenkämpferischen Motiven, die sich allesamt in einem Stadtteil abspielen, der wohl den gesamten Planeten darstellen soll und wo ein faschistoides System, also kein Unterschied zu heute seit 2020, Tag und Nacht nichts anderes tut, als die Affensklaverei zu organisieren und zu verwalten. Das brutalere und düstere Director's Cut Ende, das beim Testpublikum und Prüfstelle nicht gut ankam und jetzt das reguläre Ende ist, beißt sich mit der Fortsetzung, die von dem versöhnlicheren, nachträglich erstellten Kinoende ausgeht. 1973 tobte J. Lee Thompsons Schlacht um den Planet der Affen auf Leinwänden. Nach einem Atom, was auch immer, haben Caesar und seine Affenbande das Sagen und Leben mehr oder weniger friedlich mit rechtlosen Menschen zusammen in einem Dorf.
Als er beschließt, in die radioaktive Stadt zu gehen, um eine Tonbandaufnahme von seinen Eltern zu hören, werden sie von den dort lebenden mutanten Menschen angegriffen. Und das führt zu einer letzten Schlacht zwischen Affen und Menschen. Der wieder etwas günstigere Film ist noch schlimmerer Murks wie sein Vorgänger, spielte dennoch seine 1,7 Millionen Dollar allein in den USA circa fünffach wieder ein und war, wenigstens finanziell, ein Erfolg. Filmisch allerdings ein super billig dahingeschissenes, zum Kotzen langweiliges Machwerk, bei dem rein gar nichts irgendeinen Sinn ergibt. Diese einfallslose Affenscheiße ist absolut Banane und besteht ausschließlich aus kleinbürgerlichen Klischees und lachhaften, pseudophilosophischen Argumenten. Vermutlich während der Mittagspause direkt aus Glückskeksen ins Drehbuch geklebt, damit das nicht so dünn aussieht. 1974 bis 77 erschien das Marvel Comics Planet of the Apes Magazine unter dem Curtis-Label mit 29 Ausgaben in Schwarz-Weiß. 1975 erschien von Marvel auch 11 Ausgaben Adventures on the Planet of the Apes, diesmal in Farbe. Es gab auch etliche Persiflagen auf die Filme, wie hier im Mad Magazine von 1973. 1974 erschien auch die gleichnamige US-TV-Serie mit 14 Folgen ab 45 Minuten und spielt anscheinend 10 Jahre nach Teil 1. Hier crashen drei Astronauten in der Affenzukunft, einer stirbt beim Absturz und die anderen beiden versuchen in der Auf-der-Flucht-Variante wieder nach Hause zu kommen und erleben verschiedene Abenteuer. Die belanglose Föhnfrisurschau hat nichts mit dem Roman zu tun und wenig mit den Kinofilmen. Menschen können hier ganz normal sprechen, ähnlich wie in Teil 5, wissen aber nichts von ihrer Vergangenheit und es gibt auch keine Mutanten. Erwähnenswert ist allerdings Folge 13, der Tempel des Todes, die damals als einzigste nicht ausgestrahlt wurde, da sie das Thema Giftgas als unmenschliche Massenvernichtungswaffe hat. Aber wie es der Zufall so wollte, hatte Amerika gerade die Landschaft bei ihrem Angriffskrieg in Vietnam mit dem hochgiftigen, bis heute zu Krebs, Immunschwächen und Missbildungen führenden Entlaubungsmittel Agent Orange neu gestaltet. Und auch die üblichen engen Verbündeten, unter anderem im Nahen Osten, von schlichten Gemütern wie mir simpel als Apartheidsregime oder Diktaturen bezeichnet und ebenfalls ohne lästige Skrupel oder irgendeine Form von Menschlichkeit, benutzten auch Massenvernichtungswaffen gegen die Bevölkerung. Also verschwand die Folge mit einem Affenzahn vom Spielplan und tauchte erst Jahrzehnte später auf DVD wieder auf. Also kein Unterschied zu den heutigen Totschweigepraktiken der Fake News Medien bei heiklen Themen. Die Serie selber verschwand nach einer Staffel mangels Quote. Aus der ersten und dritten Folge wurde der TV-Film Notlandung auf dem Planet der Affen zusammengepfuscht. Danach folgten noch 4 weitere zusammengepappte Scheinspielfilme. Yeah, let's go to the beach. ...1975 erschien die US-Zeichentrickserie Return to the Planet of the Apes mit 13 Folgen ab 25 Minuten. Anders als die bisherigen Film- und TV-Umsetzungen zeigt diese die Affen in einer hochtechnologisierten Welt, noch moderner als im Roman und keine auf dem Stand der frühen Neuzeit. Die super billig animierte, passable Serie, die mehr wie ein Comic aussieht als wie Zeichentrick, folgt der Flucht dreier Astronauten, diesmal ist auch eine Frau dabei, und enthält Elemente aus dem Roman, der TV-Serie, den Comics und den Film, hat aber eine eigenständige, überraschende, schlüssige Handlung und schöne Hintergrundbilder. 1998 erscheint die äußerst sehenswerte Dokumentation Behind the Planet of the Apes. Neben hochinteressanten Interviews mit den Beteiligten und ein einstündiges Making-of vom ersten Teil erfährt man hier viel Wissenswertes über den Roman und alle bisherigen Adaptionen, Fortsetzungen und Interpretationen. 2001 erschien Tim Burtons Planet der Affen. Nach der Bruchlandung seiner Weltraumkapsel findet sich ein US Air Force Captain auf einem von intelligenten, englisch sprechenden Affen beherrschten Planeten wieder. Es gelingt ihm, eine Gruppe von Menschen aus ihren Käfigen zu befreien und siegreich gegen die Affen anzuführen. Natürlich könnten die auch reden, denken, kämpfen oder gelangweilt aus der Wäsche gucken. Aber nicht so gut wie Mark Wahlberg, weil Drehbuch. Als er wieder zur Erde zurückfliegt, hat die sich auch in einen Planet der Affen verwandelt, auf dem sogar eine Statue von seinem Gegner vom anderen Planeten steht. Denn damit hat niemand gerechnet und das ist echte Filmkunst. Ach nee, ich meinte natürlich totaler Schwachsinn, der noch weniger Sinn macht als ein Spaghetti-Regen oder der Twist, dass Mark Wahlberg in Wirklichkeit die ganze Zeit über heimlich ein rasierter Affe war. Manche werden sagen, es sei ein Märchen, wenn eines Tages die Geschichte eines Mann erzählt werden wird, der von den Sternen kam und unsere Welt veränderte.
Der 100 Millionen Dollar Schwachsinn spielte weltweit 360 Millionen wieder ein und war angeblich ein Hit, der weder bei Kritikern noch beim Publikum gut ankam. Der Action-Militär-Propagandaschlock hat aus meiner Sicht rein gar nichts mit dem Roman gemeinsam und verdreht sogar noch seine Aussagen ins Gegenteil. Er ist selbst für einen Rant viel zu langweilig, da es außer den guten Affenmasken von Rick Baker rein gar nichts gibt, wo man ansetzen könnte. Er macht von der ersten Sekunde an keinen Sinn, wo Marky Mark alles riskiert, um ein Versuchstier zu retten und vermischt Ereignisse auf verschiedenen Planeten in verschiedenen Zeiten so, wie es ihm gerade passt. Das gilt auch für die Fähigkeiten oder Motivationen der Akteure, die mal sprechen können, mal nicht. In einer Szene Sklaven sein sollen, in einer anderen Hausdiener oder Haustiere, die sich mal wehren, mal nicht. Völlig orientierungslos in einer Szene erscheinen, aber straff organisiert in einer anderen zu Hunderten antanzen. Vermutlich, weil sie ein Autogramm vom berühmten Unterwäschemodel ergattern wollen, das ständig versehentlich als Schauspieler gecastet wird. Da erwarte ich ja selbst von Filmstudenten eine konsistentere Story. Wie man diese Affenscheiße durchwinken konnte, ohne richtiges Skript und talentfreien Oberlangweiler in der Hauptrolle, ist mir ein Rätsel. Für mich symbolisiert er Tim Burtons künstlerischen Ausverkauf, der 2010 mit der Verhunzung eines anderen brillanten Klassikers, auch bekannt als Johnny Depp im Disney-Zahltag Wunderland, seinen traurigen Höhepunkt finden sollte. We're fucking ready.